Mein Name ist Robi Haas, ich bin der Abteilungsleiter vom Sprengbetrieb bei der Gasserfelstechnik AG. Mein Name ist Rohr Marco, ich arbeite bei Gasserfelstechnik, bei Baufehrer Abteilung Sprengbetrieb. Wir sind von der Gemeinde Bergell mit der Sicherheitssprengung Bocconeire, die man hier im Hintergrund sieht, beauftragt worden. Es ist eine herausfordernde Sache. Wir haben Lochlängen bis zu 42 Meter. Wir haben vorgängig bei der AWOR hier eine Bruchwandvermessung gemacht mit unserer Drohne und haben ein 3D-Modell erstellt. Im zweiten Gang haben wir mit der Geologen, mit der Ausschreibungsunterlage das Modell verglichen und haben eigentlich so können feststellen, dass es sich mit der Ausschreibungsunterlage deckt. Im Weiteren haben wir die Sprengung geplant und nach dem Bohren elektronisch vermessen und mit dem nachher die Ladeberechnung erstellt. Wir haben alles geladen, das System ist zusammengehängt, wir sind soweit parat. Der Sprengtermin ist auf die halbe 2 angesetzt worden. Ich denke, nach der 1 wird der Puls schon ein bisschen übertrieben. Ja. Bei uns ist das ein bisschen weit, ein bisschen der tägliche Job. Man soll Respekt haben, aber man darf nicht Angst davor haben. Also nach dieser Sprengung, Sicherheitssprengung Bocconeire, dürfen wir ein erfolgreiches Ergebnis verzeichnen. Grosses Dank allen Beteiligten, am Polier und seiner Gruppe und auch im ganzen Hintergrund, den man bis jetzt noch nicht so erwähnt hat. Grosses herzliches Dankeschön für die erfolgreiche Sicherheitssprengung Bocconeire. Wir sind wahnsinnig dankbar, dass die Firma Gasser, das Ingenieurbüro Bonanomi und das Büro Caprez dermassen gut geschafft haben mit uns zusammen. Sehr eindrücklich war es, zu sehen, wie die ganzen Steine oben runterfliegen, die teilweise sehr grosse Felsblöcke, wie die runterdonnern. Es ist einfach alles perfekt gelaufen. Also das ist sehr, sehr erstaunlich für alle, aber es ist genau so gegangen, so abgeschnitten, der Fels, wie wir uns das gewünscht haben, wie wir es geplant haben. Wie die Sprengung und auch überhaupt die ganze Arbeit abgelaufen ist, das ist absolut vorbildlich. Allen ein riesiges Kompliment.